Schönen guten Tag, heute vis-à-vis bei Dislike. Und ich habe wirklich große Angst. Weed Time 3S, diese vis-à-vis, wie sie mit wollüstiger Sehnsucht auf das kommende, dieses sanfte, vorspielartige Geplänkel mit einem bestimmten, das sind erstmal genug Worte hier zum Reinkommen, zum Ende bringt. Sie ist einfach so erotisch. Schon ein bisschen poetisch. Ein Mann XXL. Ist vis-à-vis schwanger oder ist das dieser Hip-Hop-Stil? Ich bin schwanger seit 4 Jahren ungefähr. Also immer mal wieder. FF Marco. Vis-à-vis sollte ihr Mikrofon häufiger auslassen. Macht viel mehr Spaß so. Ich hab davon schon mal gehört, dass es Menschen gibt, die ernsthaft sich Interviews angucken von mir ohne Ton. Das ist so nicht gedacht. Ich möchte das auch nicht hören, ich möchte das nicht wissen und ich möchte das auch nicht gutheißen. Ich frage mich trotzdem, wie das funktioniert. Da sitzt ja auch immer noch ein Rapper daneben, ne? Pokatz mit 3Z ist vis-à-vis ein Midget. Was ist nochmal ein Midget? Ist es ein Zwerg? Ich finde jetzt, also für eine Frau, ich bin 1,68. Ich finde es voll okay. Wenn ich natürlich neben Haftbefehl stehe, der 3 Meter groß ist, dann sehe ich halt vielleicht aus wie eine Liputana, aber so klein bin ich echt nicht. Edge21. Ist ein Mäuschen, aber nichts Besonderes. Sowas läuft bei uns in Obererlingen dauernd in Diskotheken rum. Oh Mann, ist das wirklich so? Ich stelle mir das witzig vor, so eine ganze Diskothek nur mit Vis-à-vis in Obererlingen. Rassrim. Das Einzige, was Vis-à-vis drauf hat, ist Schminke. Bam. Ja, du solltest Rapper werden. Vis-à-vis, ohne Scheiß, wenn du ein Porno drehst, wird es der erste sein, den ich kaufen werde und nicht im Internet anschauen werde. Versprochen mit Ehrenwort. Ich fühle mich in irgendeiner Form geehrt, wenn Menschen der Meinung sind, dass ich andere Dinge vielleicht auch gut kann, aber ich frage mich dann auch manchmal, ob der jetzt zum Beispiel, wenn er sich im Internet ein Porno anguckt, ob der dann auch drunter schreibt unter so ein Porno, die Alte soll unbedingt mal ein richtig geiles investigatives Interview führen. Das ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es tut mir echt leid, aber du wirst wohl weiter kostenlos im Internet Pornos anschauen müssen. Lisa, du siehst aus wie eine französische Rose, die es niemals gab. Ach, Fico, dieser Song, der war schön. Das war eine verrückte Zeit, als ich aber meinen Liebestrack von Fico bekommen habe. Ja, mein Twitter-Account, kann ich mich erinnern, damals war auf jeden Fall ein grammatikalisches Massengrab. Und ich habe 1000 Heiratsanträge in der Fico-Sprache bekommen und das war echt schön. Hundewelpen, Cem Toramann, vis-à-vis soll man meinen Zeh lecken. Zum Glück habe ich kein Foto dazu. Ich hole mir auf Interviews von vis-à-vis immer einen runter. Als ich sie live auf Splash gesehen habe, bekam ich spontan einen Orgasmus. Oh Mann, geht das rein anatomisch? Das geht doch nur bei pubertierenden Jungs, oder? Dass die ohne Fremdeinwirkung einfach so, oder? Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder über Splash laufen kann, ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass da gerade irgendjemand mir entgegenkommt und spontan einen Orgasmus bekommt, weil er sich generell, oh Gott. Naja, gut. Potzen, Notzen? Mama, Visa ist Baba. Ja, das sind doch schöne abschließende Worte. Das war vis-à-vis bei Dislike. Ich bin schwer traumatisiert. Ich werde jetzt heulen gehen und mir einen Therapeuten aufsuchen. Und ansonsten würde ich einfach mal das, was auf meinem Handgelenk steht, ne, das würde ich euch gerne noch mit auf den Weg geben in Zukunft. Ne? Seid lieb.